Herzlich willkommen zurück hier bei Just Cause 3. Wenn man guckt, das ist ein Riesending hier, dieses Aspera, und zählt als Einzelnes, weil hier sind so diese Gebiete, ne? Kann man ja mit klicken jetzt, habe ich rausgefunden, dass man die also anzeigen kann. Ja, ich bin richtig schlau. Und das ist so ein einzelnes Gebiet. Und deswegen, ich habe Bock, das einzunehmen. Ich habe das schon einmal nicht geschafft, weil ich irgendwie hardcore gefällt bin. Und ich will es jetzt eigentlich haben. Ich will es jetzt einnehmen. Ach, wenn ich sogar Shift dabei drücke, zieht er mich schneller an. Shit. Feindliche. Alter, hör auf zu hacken, Mann. Wie gesagt, falls jetzt feindliche Helis kommen, dann können die mir nichts anhaben. Sehe ich jetzt nicht von der Seite aus. Ist er? Kein Problem. So. Vielleicht soll ich mich erstmal vom Acker machen. Weg mit dir. Ah ne, das ist ja meins, das habe ich jetzt schon gehackt. Ah, kann ich sonst irgendwas hier zerstören? Ja. Nase. Weg mit dir. Aber sonst ist da nichts mehr, was ich ansatzweise zerstören könnte. Okay, das Ding habe ich noch nicht getroffen ganz. Das sieht ja schon gar nicht mal so schlecht aus, ne? Okay. Da ist noch ein Flugabwehrding, was ich hacken sollte. Kampf hoch! Falls hier Brelling kommen. Shit. Oh. Patz, Transformator. Alter, sind hier viele. Shit, geht das hier ab. Muss hochgehen. Dann zerstört das alles da im Kreis. Jetzt ist das freigelegt. Nur keine Munition mehr, womit ich es treffen kann.
Shit. Hä? Nein, stürzt schon wieder ab. So, da sind wir wieder zurück hier bei Just Cause 3 und dem Aspera-Gebäude. Diesmal kümmere ich mich direkt um den Heli. Okay. Hack das Ding schneller! Warum hat die Bombe jetzt nicht geklappt? Das müsste reichen. Das nächste Ding zerstört hier. So, das auch noch runterholen. Er ist getroffen. Jetzt komm. Hallo? Danke. So. Alter, ist hier viel Geballer schon wieder. Irgendwas übersehen hier unten. Aber nicht, ne? Die Munition. So, was fehlt uns noch? Batterie und das da. Alles hinter mir oder was? Oh, hat es dann nicht komplett zerstört? Ach da. Reicht das, wenn ich da so eine Granate hinwerfe? Ne, die kommt nicht weit genug. So. Zack und 100%. So. Warum auch immer das hier abgestürzt ist. So. So. Vor allem, das zählt als komplette Provinz. Das ist so krass. Enterhaken, Wahnsinn. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was das hier ist. Ja. Sich töten, also damit was zerstören soll, ist mir ja schon klar.
Also das. Gute Neuigkeiten für alle Hobbyarchäologen. Der Kontrollturm von Chima Leon ist jetzt eine Touristenattraktion mit historischen Medici-Ruinen. Falls ihr glaubt, es gäbe in letzter Zeit mehr derartige Ankündigungen, dann irrt ihr euch und solltet es für euch behalten. Viva Medici! So, das haben wir. Gott, ey. Willst du mich verarschen, Mann? So. Alter. Erstmal die Container vielleicht ein bisschen wegschieben. Alter. Oh Gott, ich treffe die Dinger ja nicht mal richtig. Also, das ist nicht explodiert. Ja. Ja. Schade. Naja, wenigstens so viel verdient wie möglich. Ja. Das war so gar nicht meins. Habe ich jetzt ausversehentlich weiter Leiter gedrückt oder sag mir nicht, es stürzt schon wieder ab. Was ist denn los? Warum stürzt dieses Kack-Game denn als ab, ey? Hallo. Danke, es lädt oder was? Meine Fresse. Kann doch nicht angehen, warum das so lange braucht, ey. Da ist ein Rennen. Wo führt mich das Rennen denn hin? Wäre eigentlich da Richtung Stadt. Aber es ist so nah. Oh. So. Kammlinienland drin. Weiter. Gucken, was wir da so rausholen können. Auf jeden Fall Down Nitro. So, war doch ein guter Sprung, oder nicht? Shit, shit, shit. Richte dich wieder aus. Wenn das mich jetzt den Sieg gekostet hat, ey. Nein, es hat mich den Sieg gekostet. Nein, das schaffen wir aber. Ja. Es lädt schon wieder so lange, ey. Oh, was ist denn da los? Alter, das kann nicht schnell laden. Das liegt auf einer SSD. Alter. Game liegt auf einer SSD. Ein Ryzen 7 2700X. Was? Warum? Das hat doch sonst nicht so lange gebraucht zum Laden hier, Alter. Oder... Also es werden einfach nur unten die Tasten gerade nicht angezeigt im Endmenü.
versteckter Parkplatz. Wie soll ich wieder ins Fahrzeug steigen, wenn es nicht mehr gibt? Also bei 6, unter 36 müssen wir reinkommen, ja. Dieser Screen kommt am Ende nicht. Und ich wundere mich, warum es nicht lädt. Über den Sprung müssen wir möglichst gerade kommen. Willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Wieder eine Sekunde zu langsam. Weißt du, diesmal klappt das mit dem Sprung. Mist. Der Sprung auch so nach so einer blöden Kurve kommt, ey. Aber es danach ist viel blöder sogar noch. Nein! Dreh dich nicht! Warum hast du dich gedreht und wieso kannst du rückwärts nur so langsam fahren? Alter, das wäre perfekt gewesen! Und am Ende kommst du in diese Höhle und drehst dich an dieser Kackstelle. Ich will das jetzt schaffen, ey. Kann doch nicht angehen. Da kann man sich in der Luft aufboosten. So muss das laufen. So. Verlassen. Wow. Weitester Sprung mit einem Landfall mit einem und anschließend Totalschaden 100 Meter. Jawoll. Hey, hier sind Flugzeuge. Ey, das ist ein feindliches Lager. Und los geht's. Ich hab ihn noch getötet, Mann. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Ha, trotzdem alles befreit. Easy going.
Infraponteflug Pistolentraining, jawoll. Ich krieg euch alle. Einen nach dem anderen. Da ist ein Schießstand. Nice. Hehe, Pistolentraining. Bababababababab. Macht's dann. 25.000, okay. Scheißegal, hoffentlich, wo ich drauf raus. Hauptsache, ich muss ja die Zielscheibe schnell treffen. Hundert. Okay. So. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum ich nur so wenig habe, aber egal. Da. Tabellenabwurfsignal erhöhen. Waffen aufstocken. Schnelleres Aufstocken. Okay. Egal. Wir haben aber noch das Flug, was wir machen können. Ich darf nur nicht vergessen, dass wir schon 5 Minuten wieder für die Folge aufgenommen haben. Also machen wir das hier noch. Ein Wettfliegen. Gucken, wie gut wir das mit dem Flugzeug hinkriegen. Ja. So, und einsteigen. Ich weiß noch, wie beim Helikopter ich nicht mal annähernd an die Bestzeit ankommen konnte, obwohl ich das Gefühl hatte, ich wäre perfekt geflogen. Mal gucken, ob das hier genauso ist. Hier musst du echt nur mit WASD fliegen und ich stehe jetzt auf Vollgas. Das Flugzeug ist ganz schön schnell. Oh. Oh, feindliches Lager. Da ist auch links noch ein feindliches Lager. Jetzt hier kurz vorm Ende verkacken, das wär's, ey. Okay.
Oh, Alter, wie ich da reingeflogen bin. Drei. Drei nur. Okay, das lassen wir so. Weiter. Ja. Was? 10 nach rechts? Lol. Okay. Aber ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann. Abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.